Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir mal den Zone of Basic Air 3 zeigen. Wir schauen uns das Ding an, was genau das anders macht als die anderen Versionen, was es vielleicht besser kann, was es schlechter kann, warum DIY auf dem Karton steht und ob es wirklich hält, was es verspricht. Das alles jetzt hier in diesem Video. Ja, und ich würde sagen, wir richten das Ding jetzt erstmal ganz normal über die App ein. Ja, und dann schauen wir, ob wir hier andere Firmware drauf bekommen. Das alles hier in diesem Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Bevor wir starten, schauen wir uns die Verpackung einmal an, weil die hat sich komplett geändert jetzt hier. Früher war das hier alles so blau-weiß, jetzt ist es mehr so türkis. Und hier steht jetzt auch DIY eben mit drauf. Schauen wir gleich, was es damit auf sich hat. An der Seite haben wir nochmal ja, die klassischen Dienste aufgedruckt. Die funktionieren natürlich im Standard erstmal nur, wenn man das Ganze hier mit der Original-Firmware und Original-App betreibt. Ich flash auf die Teile natürlich immer Tasmota. Also ich habe diese App hier ewig nicht geöffnet. Machen wir dann gleich mal wieder in dem Video. Dann habe ich hier die anderen Spezifikationen. Wie gesagt, das ist jetzt der Basic Air 3, also die dritte Generation. Nach wie vor 10 bis 240 Volt bei 10 Ampere Max. Das Ganze nach wie vor hier im 2,4 GHz WLAN. Wir brauchen keine Bridge oder irgendwas. Wir können uns einfach einen so einen Sonos hier kaufen und direkt damit dann eben schon durchstarten. Also die Investitionskosten zum Start halten sich hier immer ja enorm in Grenzen, sage ich mal. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal, was in der Verpackung jetzt hier eigentlich drin ist, weil das komplette Case, das komplette Aussehen hat sich hier eben geändert und wurde zu 100% überarbeitet. Das hat mit dem ursprünglichen Sonos Basic eigentlich gar nichts mehr zu tun. Gut, was ist in der Verpackung alles drin? Einmal hier natürlich der neue Sonos Basic. Du siehst schon, er sieht komplett anders aus. Dann hier ein Quick Start Guide, dann hier so eine Garantiekarte. Naja, schmeißt man eh weg. Und dann haben wir hier noch ein separates Tütchen mit ein paar Schrauben und hier den Zugentlastungen für die Leitungen. Die sind jetzt eben hier separat und nicht mehr hier in dem Deckel mit drin. Siehst du aber gleich nochmal den Unterschied. Finde ich auf jeden Fall viel, viel besser. Ja, das hier interessiert uns erstmal nicht. Wir schauen uns hier im Detail jetzt einfach mal den Sonos Basic Air 3 an, was das gute Stück jetzt eigentlich alles zu bieten hat, beziehungsweise was sich geändert hat. Zwei Anzeigen hier, einmal für das WLAN, ob die Verbindung aktiv ist wahrscheinlich. Ja, und daneben wird, denke ich mal, der Schaltzustand angezeigt. Dann haben wir hier noch einen Button, nach wie vor, um das Ganze manuell schalten zu können, wenn wir es nicht über die App machen. Ja, und ansonsten sieht das Ganze hier natürlich sehr clean aus. Ist jetzt hier so trapezförmig geworden. Vorher war das noch ein bisschen eine andere Form. Ja, und ich würde sagen, wir vergleichen das jetzt einfach mal mit dem alten Sonos Basic. Ja, hier die beiden Sonos Basic. Hier das alte Modell, das ist noch das der ersten Generation. Mittlerweile gab es zwischendurch auch einen Sonos Basic Air 2, aber ich glaube, der hatte das gleiche Gehäuse. Ja, und hier ist natürlich einiges aufgedruckt. Das hier sieht sehr viel moderner und cleaner aus und den legt man sich dann eher schon mal ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Hier sieht man auch die ganzen Schraubverbindungen und das war auch eins ja, der Probleme, die man immer hatte, weil hier, die musste man eben so feste anziehen, teilweise die Schrauben, dass sich hier schon der Deckel verzogen hat. Und dann sah das Ganze eben gar nicht mehr schön aus. Ja, und hier haben wir das jetzt eben getrennt. Ich mache den gleich mal auf hier. Hier muss man diese obere Kappe dann quasi abmachen, um an die Schraubverbindungen zu kommen. Man braucht also auch hier, um diese Deckel hier abzumachen, gar kein Werkzeug mehr. Siehst du aber gleich. Von der Größe her hat sich auch ein bisschen was getan. Der neue Sonos Basic ist ein paar Millimeter länger und auch ein paar Millimeter breiter, siehst du hier. Und ja, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert, aber grundlegend sind die Dimensionen eigentlich noch fast identisch wie vorher. Ein bisschen höher ist er auch, also der neue ist auf jeden Fall in alle Richtungen ein kleines Stück gewachsen. Um das Ganze jetzt hier zu öffnen, braucht man gar kein Werkzeug mehr. Man hat quasi so eine doppelte Kappe, siehst du aber jetzt gleich. Dafür dreht man den um, dann kann man das hier so ein bisschen zur Seite biegen und den da quasi so rausdrücken. Ist ein bisschen frickelig, aber funktioniert. Ja, und dann hat man quasi diesen Teil hier separat. Ja, und da kann man jetzt eben ganz normal mit dem Schraubendreher wieder L und N dann eben dran packen. In und Out ist hier ja so leider nicht mehr gekennzeichnet. Das sieht man immer nur, wenn hier der Deckel dann eben aufgesteckt ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber hier siehst du an dem kleinen Icon, wie drum das Ganze eben hier drauf kommt. Also so rum, hier ist eben so eine kleine Nase und dann siehst du, dass das jetzt hier links der Input ist und rechts der Output. Das hätte man ruhig hier auch irgendwo nochmal hinschreiben können. Vielleicht steht es auch irgendwo, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ist ein bisschen blöd, wenn man den Deckel abmacht, sieht man wie gesagt die Beschriftung hier nicht mehr.
Hier nochmal ein detaillierterer Blick auf der Input-Seite und hier siehst du auch, hier haben wir dann die Möglichkeiten, die Zugentlastungen, die in dieser kleinen Tüte dabei lagen, eben aufzuschrauben und dann steckt man den Deckel einfach wieder drüber. Ja, und das finde ich, wie gesagt, wesentlich besser gelöst als vorher, weil da hatte ich immer Probleme, weil die Zugentlastung auch sehr weit außen lag, sah das teilweise nicht so schön aus und hat, wie gesagt, auch nicht so gut gehalten. Ja, und das haben die jetzt hier auf jeden Fall besser gemacht, denke ich. Bevor wir das Ganze jetzt hier weiter öffnen und noch tiefer einsteigen, gehen wir erstmal von dem Standardfall aus und betreiben das Ganze mit der ganz normalen App, wie das eben offiziell gedacht ist. Ja, und da würde ich sagen, schließen wir jetzt erstmal eine ganz normale Lampe an. Hier der Hinweis, natürlich, das Ganze ist nicht einfach Plug and Play. Du musst die Leitungen auseinanderschneiden, abisolieren, Adern-Endhülsen drauf machen und so weiter. Das solltest du nicht tun, wenn du davon keine Ahnung hast. Strom kann tödlich sein, ist lebensgefährlich. Also wenn du dir hier nicht sicher bist, was du tust, dann lass das auf jeden Fall Fachpersonal machen. Fangen wir mit der Ausgangsseite an. Ich habe gerade doch gesehen, dass man es erkennen kann, wo Eingang und wo Ausgang ist. Hier auf der Ausgangsseite steht ganz klein nochmal L-Out und hier kommt eben N hin, hier Out. Das ist eben der Weg zu unserer Lampe jetzt in meinem Fall hier. Natürlich könnte man damit auch andere Sachen betreiben, aber hier dann eben darauf achten, maximal 10 Ampere. Ja, hier wie gesagt Ader-Endhülsen, hier siehst du auch von meinem alten Sonoff Basic habe ich hier so ein paar Quetschungen schon in den Hülsen, ist aber jetzt hier nicht so tragisch. Ja, dann schrauben wir das fest und dann machen wir gleich hier die Zugentlastung drauf. Das ist diese hier, die eben jetzt in der Tüte dabei lag. So, das sollte auf jeden Fall halten hier. Was ich immer noch ein bisschen blöd finde ist, dass der Abstand zwischen der Klemme und der Zugentlastung hier so gering ist, dass man es eben nicht schafft, hier den Mantel einzuklemmen, sondern immer die Ader-Endhülsen einklemmen muss. Also ja, da fände ich es eigentlich besser, wenn man hier ein bisschen mehr Abstand zwischen hätte, dass man wirklich hier den Mantel dann eben mit der Zugentlastung fixiert und nicht immer nur die Ader-Endhülsen zusammendrückt. Ja, aber das hier ist auf jeden Fall schon mal viel besser. Ist ein bisschen fummelig hier mit diesen kleinen Schrauben, aber funktioniert auf jeden Fall. Ja, und das Gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch. Okay, nachdem ich alles hier mit großem Gequetsche irgendwie so eben zusammenbekommen habe, weil man natürlich die Leitungen oder den Mantel, wie gesagt, nicht so weit abmachen kann, dann mit den Ader-Endhülsen und mit der Zugentlastung wird das hier super eng. Danach packe ich einfach hier den Deckel dann wieder drauf. Der rastet dann so ein. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze eben ganz normal hier jetzt mit der App in Betrieb nehmen. So wie das jetzt ist, kann ich das natürlich in die Steckdose dann stecken und dann hoffentlich gleich meine Lampe hier dann eben schalten, sobald ich das Ganze in der App natürlich angelernt habe. So, ich habe das Ganze gerade in die Steckdose gesteckt und wie du siehst, blinkt hier jetzt die blaue LED auf dem Sonoff. Ich öffne jetzt hier auf meinem Smartphone die EWE Link App. Die hat sich auch komplett verändert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Und hier ganz unten drücke ich jetzt auf das Plus und gehe dann hier oben auf Quick Pairing. Da muss ich hier mein WLAN-Passwort eingeben. Dann drücke ich hier unten auf Weiter. So, und dann läuft hier eine Zeit runter. Er probiert jetzt eben, sich automatisch hier mit einem neuen Gerät zu verbinden. Mal gucken, ob das klappt. Und man muss hier anscheinend jetzt kein WLAN wechseln oder sonst irgendwas. Und ja, testen wir das Ganze mal und hoffen hier das Beste. Wir haben jetzt hier noch 2 Minuten 40, die wir anscheinend hier maximal abwarten müssen. Jetzt sagt er schon Found Second Generation Device. Das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt registriert er das neue Gerät. Ja, das, also wenn das jetzt so klappt, dann war es wirklich super einfach. Sieht gut aus. Ich nenne den mal hier R3 zum Beispiel. Okay, complete. The device is connecting to Wi-Fi. Okay, got it. Und wir gucken mal, es leuchtet ja durch. Wir schalten mal ein. Ja, das war's. Also viel einfacher kann man hier, würde ich sagen, den neuen Sonoff nicht in die App aufnehmen. Wir müssen hier nicht das WLAN wechseln, sonst irgendwas. Alles passiert vollautomatisch. Ja, und jetzt siehst du auch, wenn jetzt eben hier der Sonoff eingeschaltet ist, dann leuchtet neben der durchgängig blauen LED mittlerweile für den WLAN-Verbindungsstatus, da leuchtet daneben dann eben eine kleine rote LED. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein hier. Natürlich könnten wir jetzt in der App Zeitpläne hinterlegen und all sowas. Aber ganz ehrlich, ich benutze die Apps ja hier nicht. Und deswegen schauen wir mal, dass wir hier andere Firmware auf den Sonoff Basic R3 drauf bekommen. Wenn du deinen Sonoff jetzt ganz normal über die App und die Cloud und so weiter bedienen möchtest, dort Regeln hinterlegen willst und ja, Zeitpläne und so weiter, dann bist du an dieser Stelle vom Video fertig.
Für alle anderen möchte ich hier noch rausfinden, warum jetzt hier eigentlich DIY auf dem Karton steht. Weil bis jetzt war es nicht viel DIY. Wir haben die normale Firmware benutzt, die normale App, alles hier ja in wenigen Minuten auf jeden Fall eingerichtet. Aber ja, irgendwas muss es damit doch auf sich haben. Und deswegen öffnen wir den Sonoff einfach mal. Immerhin war da auch noch so ein kleiner Jumper hier dabei. Und irgendwas muss es mit dem ja auf sich haben. Den haben wir bis jetzt ja noch nicht verwendet. Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Auf der Unterseite vom Sonoff findet man hier einfach zwei ganz normale Kreuzschlitzschrauben, ja, die einfach losdrehen und danach kann man das Gehäuse eben schon öffnen und auseinander machen. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie die Platine jetzt eigentlich aussieht, ob wir hier Pins zum Flashen finden oder was auch immer es jetzt hier ja, mit dem DIY auf sich hat. Nachdem wir das Ganze geöffnet haben, kann man hier die Platine, wie schon gehabt, einfach rausheben. Die sitzt hier auf so Kunststoffstiften, hier an drei Punkten. Naja, und wie du siehst, hier ist eben ein ganz normaler ESP8285 nach wie vor verbaut. Ein ESP32 oder so wäre natürlich schöner, aber naja, wahrscheinlich aus Preisgründen nach wie vor hier ein ESP8285. Ja, und das Ganze hat jetzt hier mehrere Etagen, das heißt, wir haben eine Platine unten und dort aufgesetzt ist eben hier ja, die Platine, wo eben der ESP drauf sitzt mit der WLAN-Antenne und die ganzen anderen Komponenten. Wahrscheinlich macht man das, um den ESP-Teil hier von dem 230-Volt-Teil dann zu trennen. Wir haben hier die Möglichkeit, Header-Pins aufzulöten und hier hinten siehst du schon, hier sind schon zwei Header-Pins aufgelötet und wenn du genau aufpasst, dann weißt du, dort passt jetzt eben unser Jumper drauf. Ja, und ich würde sagen, ich stecke jetzt einfach mal den Jumper da drauf und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihn dann wieder in Betrieb nehmen. Na, so, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Sonoff wieder an den Strom anschließen. Bevor wir weitermachen, schauen wir uns den Sonoff Basic R3 noch eben von der Unterseite an. Viele von euch interessieren sich ja immer dafür, für die Verarbeitungsqualität, wie ordentlich alles verlötet ist. Ja, und deswegen hier eben nochmal die Übersicht. Du kannst gerne Pause drücken, hier reinzoomen, ist natürlich ein 4K-Video und das sollte an Details hier auf jeden Fall ausreichen. Ja, ich denke, hier ist es auch so, dass das Lötzinn, was hier drauf ist, eigentlich nicht notwendig sein müsste, muss man sich einfach mal durchrechnen, weil eigentlich müssten die Leiterbahnen hier bei dem Querschnitt für die 10 Ampere eigentlich ausreichen, denke ich. Aber rechne das selber aus, messt das gerne nach und ja, ich würde sagen, weiter im Text, wir schauen, was der Jumper jetzt hier für Auswirkungen hatte. Hier nochmal kurz der Hinweis, ich habe es eben im Video schon mal kurz eingeblendet, aber ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, wenn man eben ADA-Endhülsen nimmt ohne den Kragen, also ich hatte keine da, ich habe einfach den Kragen von meinen abgeschnitten, aber dann kann man den Mantel natürlich viel näher an die Klemme führen und dann klappt das hier mit der Zugentlastung auch wesentlich besser. Das wäre jetzt hier mein Tipp, wie man das Ganze umsetzt, bitte aber auf jeden Fall mit ADA-Endhülsen hier arbeiten. So sieht das Ganze dann hier mit der Zugentlastung aus. Wesentlich vernünftiger als vorher, würde ich sagen. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall die empfohlene Variante. Bevor wir jetzt den Sonoff mit dem gesteckten Jumper wieder an den Strom anschließen, müssen wir hier ein Gäste-WLAN bereitstellen, beziehungsweise ein WLAN mit der SSID Sonoff DIY und dem Netzwerkschlüssel 2017-06-18-SN. Ja, und die Idee ist eben, dass der Sonoff mit diesem gesteckten Jumper dann eben nach diesem WLAN sucht, was genau so heißt, und eben das Passwort verwendet, um dem WLAN dann eben beizutreten. Deswegen, es ist egal, ob du das mit deinem Smartphone bereitstellst, mit deinem Windows-Notebook, mit deinem MacBook, mit deinem Raspberry Pi, was auch immer. Hauptsache, du stellst irgendwie ein WLAN bereit, was genau so heißt und eben mit diesem Passwort geschützt ist. Ja, und das mache ich jetzt eben über die Fritzbox, über das Gäste-WLAN, das benutze ich eh nicht und deswegen bietet sich das hier an dieser Stelle. Ja, ich übernehme das Ganze. Und jetzt stecke ich meinen Sonoff wieder in die Steckdose und warte eben, dass er eben diesem WLAN dann eben beitritt. So ist die Idee. Nach kurzer Zeit konnte ich dann hier unter Heimnetz Netzwerk eben hier in meinem Gäste-WLAN ein neues Gerät finden, welches ESP-AB719E heißt. Das hier hinten ist natürlich die Seriennummer, die ändert sich, je nach Gerät natürlich. Das habe ich daran erkannt, dass hier so ein kleiner Koffer ist. Und dass das Ganze eben im ja, Netzwerk 179 ist. Und 179 ist eben der Standardadressbereich von der Fritzbox für das Gäste-WLAN. Ja, und das sieht doch gut aus. Jetzt wechsle ich hier mit meinem MacBook oder mit meinem Rechner hier eben in das gleiche WLAN. Und dann können wir mit einem Tool hier eben hoffentlich gleich neue Firmware flashen.
Dieses gerade angesprochene Tool gibt es leider aktuell nur für Windows. Hier unter GitHub hat der Hersteller eben ein offizielles Repository. Das nennt sich Sonoff Devices Do-It-Yourself Tools. Das Ganze lade ich jetzt eben als ZIP hier runter, entpacke das einmal und das enthält eben hier so eine Exe-Datei unter Tool und mit der können wir dann das Ganze auch steuern und natürlich dann auch neue Firmware flashen. Die gerade heruntergeladene ZIP-Datei habe ich natürlich entpackt. Hier gehe ich jetzt auf Tool und starte eben jetzt hier dieses Tool, was dem Paket eben beilag. Das Ganze wollen wir natürlich trotzdem ausführen. Ja, und kurz danach startet dieses super designte Tool hier. Naja, ist auch gar nicht so wichtig, wie das aussieht, denn wir benutzen das jetzt hier, ja, um ein paar Einstellungen vorzunehmen. Wir können hier zum Beispiel das Gerät, was jetzt automatisch gefunden wurde hier, das ist mein Sonoff R3, können wir hier drüber an- und ausschalten. Das funktioniert, der schaltet jetzt auch. Wir können hier den Namen ändern, wenn ich hier reinklicke. Den könnte ich jetzt hier wieder Sonoff R3 zum Beispiel nennen. Okay. Dann steht hier vorne Sonoff R3 und wir können hier unten natürlich die SSID und das Passwort ändern. Das heißt, über diesen Button kann ich den Sonoff jetzt wieder in mein normales WLAN schieben und bin dann nicht mehr in diesem Sonoff DIY. Also SSID und Passwort von meinem ganz normalen WLAN hier eingetragen. Ich klicke auf OK und dann sollte das Ganze eben hier gleich das WLAN wechseln. Er sagt mir hier auch nochmal, das hat er jetzt an das Gerät geschickt. Okay. Und hier oben rechts gibt es einen Firmware-Flash-Button. Ja, da habe ich gerade schon einmal Tasmota runtergeladen, habe dann hier in diesem Dialog die Bin-Datei angegeben. Da muss man hier erst auf diesen Button klicken und dann auf OK, aber dann passiert einfach hier gar nichts mehr. Der bleibt einfach bei 0% stehen, ja, und das Programm tut gefühlt nichts. Deswegen probieren wir hier das Flashen jetzt auf eine andere Art und Weise und eben nicht hier mit diesem Tool, sondern ich mache das jetzt hier, ja, zu Fuß quasi. Solltest du kein Windows haben und willst du das Tool nicht benutzen, weil es eh nicht so gut funktioniert, dann kann man auch rausbekommen, ja, welche Dienste eben verfügbar sind über Multicast DNS. Das zeige ich jetzt hier einmal im Terminal unter macOS und dazu gibt es auch hier ein Dokument, das liegt mit in dem gerade gezeigten GitHub Repository. Das erklärt den Prozess nochmal, was man da im Endeffekt alles hinschicken kann an das Gerät, ja, wie das dann antworten sollte und ja, darüber kann man dann hier unten theoretisch auch over the air neue Firmware flashen, hier mit ZeroConf, OTA Flash, kann man hier eben alles Mögliche übergeben und dann hoffentlich die neue Firmware eben auf diesem Weg dann auf unseren Sonoff R3 übertragen. Soweit, so gut. Ich habe hier ein Terminal geöffnet, bin jetzt hier wieder in meinem normalen WLAN, habe mein Gäste-WLAN abgeschaltet und der Sonoff R3 ist jetzt in meinem regulären WLAN, weil wir das ja gerade über das Tool konfiguriert haben. Und jetzt führe ich diesen Befehl hier aus, dns-sd und dann -b und dann sage ich hier, such mir bitte alle möglichen Dienste, die diesen Service anbieten. Dann drücke ich Enter und dann finde ich hier diese Instanz davon. Das funktioniert, ich drücke STRG C und habe jetzt hier eben den Instanznamen, der mir diesen Service hier anbietet. Als nächstes führe ich dann hier diesen Befehl aus, also -l ist ein Lookup und er soll mir ein paar mehr Informationen geben, eben zu dieser Instanz mit diesem Service hier. Dann drücke ich wieder Enter, drücke wieder STRG C und dann bekomme ich hier diese Information. Hier drunter ist er erreichbar, auf Port 8081 läuft etwas, wir haben diese ID, das ist ein Do-It-Yourself-Plug, die API-Version ist 1, das Ganze ist nicht verschlüsselt, IV müsste man in der Doku mal nachgucken, was das heißt, Sequence ist 1, ja und jetzt bekommen wir noch einen Status, Data ist hier Switch Off, Startup ist ja eben auf aus, das bedeutet, wenn der eben eingesteckt wird, dann ist er immer aus. Dann Puls können wir noch, Puls Width und eben die Signalstärke hier aktuell. Ja, darüber können wir jetzt quasi das ganze Ding abfragen und jetzt möchte ich die IP davon wissen. Und dafür kann ich einen weiteren Befehl benutzen. Und zwar sage ich dann dns-sd-q für Query und dann eben den Hostname hier, diesen hier. Ich drücke Enter. Und jetzt sagt er mir hier, das hier ist die IP, wo du den Dienst erreichen kannst. Den Port wissen wir ja auch schon. Ja, und mit diesen Informationen können wir jetzt eben die HTTP API dann natürlich bedienen.
Naja, was soll ich sagen? Ich probiere das hier jetzt immer mit Curl aus und habe jetzt hier viel durchprobiert, habe hier Parameter genommen, die noch nicht mal dokumentiert sind, die aber in dem Tool genutzt werden und ich kann das Teil einfach nicht schalten. Ich weiß nicht, woran es liegt und es funktioniert nicht. Es ist eh alles viel zu kompliziert gedacht hier. Dieser DIY-Teil von dem Sonoff war irgendwie eine nette Idee, aber so wie das aktuell konzipiert ist, funktioniert es nicht. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Das Video hat sehr gut angefangen. Ich war sehr guter Dinge, wie gut das Ganze hier funktioniert. Ja, und in dem DIY-Teil ist das Ganze dann hier einfach nicht, ja, habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Das liegt natürlich daran, dass der letzte Schritt jetzt gefehlt hat. Die API ist irgendwie nicht so zu gebrauchen. Ich habe auch einen Issue auf GitHub aufgemacht. Mal gucken, ob dazu irgendwas kommt. Es funktioniert irgendwie alles, bis auf den Teil mit der API, wo man das Ganze flashen soll. Es geht nicht über die Oberfläche und auch nicht über die offizielle HTTP-API, die das Tool natürlich auch benutzt. Ich bekomme einfach keine Antworten, keine Ahnung, was ich falsch mache. Ja, generell ist der Weg auch viel zu kompliziert gedacht. Ich muss das Teil erst in die App aufnehmen, dann muss ich ein Update auf Version 3.1 machen, dann muss ich ja, diesen Jumper setzen, dann muss ich ein neues WLAN erstellen, was Sonoff DIY heißt, mit diesem komischen Passwort. Dann verbindet sich der Sonoff, ich muss mit meinem Rechner in das gleiche WLAN, dann muss ich dieses komische Tool starten. Ja, und dann kann ich das flashen. Das sind doch viel zu viele Schritte. Wenn ich irgendwie ja, 5 oder 10 Sonoff-Geräte flashen möchte, dann bin ich doch mit so normalen Header-Pins und eben dem normalen Weg 10-mal schneller, als das jetzt so zu machen. Also nette Idee irgendwie von Sonoff, der Community da entgegenzukommen. Aber naja, die Umsetzung ist meiner Meinung nach katastrophal. Vielleicht tut sich da ja noch irgendwas, aber naja, schade. Ansonsten gibt es natürlich auch ein paar gute Punkte. Das Design sieht sehr viel besser aus als vorher. Die Zugentlastung funktioniert viel, viel besser. Dann haben wir natürlich den 230 Volt Teil getrennt. Die Platinen sind jetzt eben übereinander. Ja, mit diesem Jumper ist eine nette Idee. Wenn das funktionieren würde, hätte mir sehr gut gefallen. Ach so, was auch noch richtig gut ist, ist eben, dass ich das Gehäuse jetzt komplett öffnen kann und an die Platine drankomme, ohne die Leitung abmachen zu müssen. Vorher ging ja der Rahmen ja unter den Leitungen quasi her, die rein und rausführen. Das ist jetzt nicht mehr so. Man kann das komplett abmachen und kann eben alles angeschlossen lassen. Das ist auf jeden Fall auch ein Pluspunkt, obwohl man das eben auch nicht so oft braucht. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem neuen Sonoff hältst. Vielleicht hast du es ja auch schon geschafft, da neue Firmware auf diesem Weg drauf zu flashen. Ich freue mich über Tipps. Schreib es gerne in die Kommentare. Ja, wenn dir Fehler auffallen im Video, was ich falsch gemacht habe, ich bin dir dafür wirklich sehr dankbar. Auf GitHub habe ich auch noch keine Antwort bekommen vom Hersteller. Ich warte einfach mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in Zukunft irgendwelche Tools auf den Markt kommen, die das Flashen dann wieder sehr viel einfacher machen und man eben nicht diese offiziellen Tools dafür verwenden muss. Aber warten wir einfach mal ab, was passiert. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, falls es dazu irgendwas gibt. Falls dich auch der normale Weg interessiert, wie man eben auf dem Sonoff jetzt mit Header-Pins ganz normal Tasmota zum Beispiel da drauf flashen kann, schreib es mir gerne in die Kommentare, dann zeige ich das nochmal in einem separaten Video. Ja, und ansonsten, wie immer, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Werde Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute, ich freue mich auf dein Feedback und bis dahin würde ich sagen, ja, mach's gut. Ciao, ciao.